Hallo zusammen. Mein alter Kopfhörer HP 800 Pro von LD Systems, Preis rund 80 Euro, hat langsam ausgedient. Die Kabel gehen langsam auseinander. Es sollte also etwas Neues her. Die Firma Mackie hat mir auf meine Nachfrage hin den MC350 zum Test zur Verfügung gestellt. Straßenpreis dieses Kopfhörers derzeit rund 170 Euro. Nun, wo setze ich diesen Kopfhörer ein? Natürlich am Keyboard, als Abhörmonitor für die DAW, also zum Abhören des Sounds und bei der Kontrolle der Mischung. Und natürlich beim Online-Chat, da man ja mit Kopfhörern eine bessere Übertragung hat und Störgeräusche vermeidet. Somit habe ich folgende Anforderungen an den Kopfhörer. Der Einsatz am Keyboard geht nicht drahtlos per Bluetooth wegen der extremen Latenz. Also man hört den Ton später, nachdem man die Tasten gespielt hat. Es muss also zwingend ein kabelgebundener Kopfhörer sein. Zum Mix bzw. bei der Aufnahme mit der DAW möchte ich keine Nebengeräusche hören. Daher bevorzuge ich ein geschlossenes System. Wichtig ist mir natürlich der Tragekomfort, die Verarbeitung und natürlich entscheidend der Sound. Also wollen wir einmal sehen, was mir die Firma Mackie geschickt hat. In der Verpackung finden wir ein ganz tolles Case. Und eine Bedienungsanleitung in Deutsch. Ein weiteres Case. Mit zwei Kabeln. Ein Spiralkabel. Und ein glattes Kabel. Allerdings mit einem Regler für die Lautstärke. Auf den ersten Blick sehr hochwertig verarbeitet. Kunststoff ummantelter Bügel. Die Polster sind vernäht. Der Kabelanschluss. Innenkennzeichnung rechts links. Und die Möglichkeit, den Bügel anzupassen. So, kommen wir zur ersten Hörprobe. Für den Anschluss an das Keyboard ist für den Mini-Klinkenstecker ein passender Adapter dabei. Den schraube ich auf. Das kommt ins Keyboard. Und der Mini-Klinkenstecker für den Kopfhörer ist mit einer Art Bajonettverschluss versehen. Wir stecken also den kleinen Stecker ein und drehen ihn um eine Viertelumdrehung und damit ist das Kabel vor unbeabsichtigtem Herausziehen gesichert.
Damit der Kopfhörer passt, muss ich also beide Bügel herausziehen. Dann passt mir der Kopfhörer ganz genau. Er ist sehr leicht zu tragen, sitzt allerdings auch passend auf den Ohren. Die Ohren sind komplett umschlossen. Allerdings ist eine weitere Verlängerung der Bügel nicht möglich. Also bei entsprechend großem Kopfumfang sollte man den Kopfhörer vorher einmal anprobieren. Nun, leider könnt ihr den Sound, den ich im Kopfhörer höre, nicht über das YouTube-Video wahrnehmen. Der Sound ist sehr druckvoll. Ich musste sogar etwas die Lautstärke des Keyboards zurücknehmen. Trotz der Lautstärke ist die Abstimmung sehr transparent und klingt meiner Meinung nach sehr ausgewogen. Die technischen Daten des Kopfhörers findet ihr auf der Webseite von Maggie und auch bei den verschiedenen Anbietern, wo man diesen Kopfhörer bekommt. Ich werde den Kopfhörer jetzt in der nächsten Zeit beim Keyboard spielen, bei Aufnahmen wie auch beim Online-Chat einsetzen und dann zu gegebener Zeit ein weiteres Video einstellen mit meinen ersten Erfahrungen.